zusammen. Mein Name ist Laila Groß. Ich bin 25 Jahre alt und wohne mit meinem Freund und meinem Hund im Wald zu Tingen. Das liegt an der Schweizer Grenze. Solange ich eigentlich schon denken kann, war Beauty immer was, was mich absolut fasziniert hat und mir absolut Spaß gemacht hat. Ich habe es von klein auf total geliebt, alle meine Freundinnen zu schminken und die Haare zu machen und mich zu schminken und Haare zu machen. Und war auch immer die, die immer schon etwas mehr geschminkt war und sich immer etwas mehr hergerichtet hat, weil es einfach absolut meine Leidenschaft ist. Aber ja, wie es manchmal so kommt, kann es manchmal sein, dass man so ein bisschen von seinem Weg abkommt. Und ich bin nach der Schule erstmal in zwei verschiedene Ausbildungen gegangen, die ich aber beide relativ schnell auch wieder abgebrochen habe, weil ich einfach gemerkt habe, das ist absolut nicht meins. Büro und so weiter und so fort kann ich mich überhaupt nicht einfinden. Und ich war aber auch schon immer ein Mensch, der gesagt hat, wenn du merkst, dass du etwas nicht machen möchtest oder dass du irgendwas nicht magst, dann änder es einfach. Weil ich meine, was habe ich zu verlieren? Ich war noch echt jung, bin immer noch echt jung und kann alles Mögliche ausprobieren und mich überall mal ein bisschen austesten. Nachdem ich dann diese zwei Ausbildungen abgebrochen habe, habe ich dann endlich wieder meinen Weg zurückgefunden und bin dann in die Ausbildung gegangen zur Kosmetikerin, die schulische Ausbildung, und habe zusätzlich dann noch jegliche Seminare besucht und jegliche Schulungen gemacht, ob Wimpern oder Nägel oder Massage. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, wo ich mich dann wirklich einfinden kann, und habe dann angefangen, mir zu Hause neben meinem 100%-Job ein Home-Studio aufzubauen. Erst mit Wimpernverlängerung, Wimpernlifting, Nageldesign und so weiter. Hatte aber, by the way, nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also hatte dann noch eine Einzimmer-Wohnung. Als dann mein Freund zu mir gezogen ist, habe ich dann gemerkt, nein, leider, das möchtest du nicht mehr. Ich möchte das alles so ein bisschen getrennt haben, privat und beruflich, und möchte auch gern wieder etwas mehr Platz haben. Und bin dann mit 22 in mein Studio umgezogen, habe dann mein Studio eröffnet und hatte auch das Glück, dass es sehr gut angelaufen ist. Ich war relativ schnell voll, habe sehr viel gearbeitet, und dann kommen wir auch schon zum springenden Punkt, weil warum habe ich mich ursprünglich selbstständig gemacht? Ich wollte immer finanziell frei sein. Ich wollte mir keine großen Gedanken machen müssen über Geld, weil jeder, der es kennt, weiß, Geldsorgen sind einfach schrecklich. Und ja, mein ganzes Privatleben ist eigentlich nur so ein bisschen nebenher gelaufen. Das war einfach nicht das, was ich wollte. Ich war nur noch im Studio 10, 12 Stunden, war nur noch am Kunden, nur noch an der Dienstleistung. Ich habe einfach gemerkt, es laugt mich einfach auch aus, und dachte, nein, das war nicht der Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast. Ich liebe die Beauty-Branche, ich liebe, was ich tue, aber ich wollte einfach auch noch ein bisschen mehr Zeit für mich haben, für meinen Partner, für meinen Hund haben, für meine Familie. Ich glaube, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen. Und dachte dann so, okay, du brauchst was Neues. Und habe dann entschieden, dass ich mich im Permanent-Make-up auf jeden Fall noch weiterbilden möchte, und bin dann auch so über ein paar Umwege dann auf PicBe gekommen und habe mir dann einfach so gedacht, warum nicht? Es hört sich eigentlich ganz cool an. Ich hatte absolut keine Ahnung, wo mich das Ganze hinführen wird, aber ich wusste auch, ich habe absolut nichts zu verlieren, und dann bin ich da eigentlich relativ blauäugig reingegangen und habe sehr schnell für mich gemerkt, dass es absolut das ist, was ich machen möchte. War nach einer Woche direkt auf einem Prime Day und muss sagen, da bin ich komplett in diese rosa Welt eingetaucht und habe das auch komplett für mich übernommen und gemerkt, genau das ist das, was mir Spaß macht. Hatte vorher 0,0 Ahnung von Instagram, und auch da habe ich gemerkt, dass mir das total Spaß macht. Konnte es natürlich auch für mein Studio gut übernehmen, habe dadurch auch nochmal neue Kunden fürs Studio generieren können, weil ich einfach zeigen konnte, auch wer steckt hinter der Dienstleistung, wer bin ich eigentlich. Und ja, konnte das richtig schön nebenbei mir aufbauen und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, ich glaube, ich möchte es nicht nur nebenbei, ich glaube, ich möchte es auch ein bisschen mehr, weil mir dieses Business im Endeffekt genau die Chance gegeben hat, an die Ziele zu kommen, an die ich ursprünglich eigentlich hin wollte. Eben diese finanzielle Freiheit, einfach diese Zeit für mich und nicht immer diesen Stress, was passiert, wenn ein Kunde nicht kommt, was passiert, wenn ich mal krank werde. Für mich war es auch immer absolut unvorstellbar, Kinder zu bekommen, weil ich wusste nicht, wie ich das miteinander vereinbaren konnte. Und auf einmal hatte ich die Chance dazu, mir etwas aufzubauen, wo das alles möglich wäre. Und habe dann immer so ein bisschen reduziert, bin ein bisschen weniger ins Studio gegangen, habe einfach keine Kunden mehr angenommen, keine Neukunden mehr angenommen. Und habe für mich aber auch so diese Freiheit entdeckt, mir jeden Tag frei einteilen zu können, mir jeden Tag aufs Neue wieder einteilen zu können. Was mache ich heute? Auf was setze ich heute den Fokus? Was mache ich so diese Woche? Und so weiter und so fort. Weil ich war auch immer ein Mensch, ich habe ständig neue Ideen. Ich möchte mich ständig neu erfinden. Ich möchte ständig neue Dinge ausprobieren. Und all das vereint sich für mich in diesem Business. Allein
dass ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten darf, dass ich wunderbare Menschen bei mir im Team habe, denen ich den Weg zeigen kann, den ich ein Jahr lang gegangen bin und ihnen verhelfen kann, an ihre Ziele zu kommen. Das gibt mir wahnsinnig viel. So, diese Dankbarkeit habe ich noch nie erfahren und habe dann auch für mich entschieden, dass ich mein Studio nicht mehr so weiterführen möchte. Habe mein Studio gekündigt, bin jetzt noch ein Jahr im Studio und danach haben wir einfach entschlossen, möchten wir alles mitnehmen, was das Leben einfach zu bieten hat. Wir möchten reisen, wir möchten an verschiedenen Orten leben und uns nicht mehr so örtlich binden. Aber früher war das einfach nie möglich. Früher war vieles für mich nicht möglich, was jetzt möglich gemacht wird. Und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Ich liebe es, in diesem Business zu arbeiten. Es ist eine absolute Leidenschaft von mir geworden. Ich liebe es, Menschen zeigen zu dürfen, Menschen, die Möglichkeit zu haben, Menschen zeigen zu können, dass es einfach noch mehr gibt im Leben, als immer nur auf den Ende des Monats warten oder auf den Anfang des Monats zu warten oder aufs Wochenende zu warten, um einfach mal ein bisschen durchzuatmen. Und deswegen habe ich darin meine absolute Erfüllung gefunden und wünsche es einfach nur jedem, dass er diese Erfüllung genauso für sich findet und freue mich auf jeden, den ich noch auf seinem Weg begleiten darf.